Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen heute The Last of Us Part 1 anzocken, also die neue Version von The Last of Us 1. Wenn ihr das kauft, kostet 89 Euro gerade im Store, kriegt ihr auch gleich Left Behind, das DLC, was damals da kurz, ich weiß gar nicht, wie lange das nicht dauert, glaube ich, 2 Monate nachdem The Last of Us rauskam, kam das raus. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Steht dort eine Warnung, man sollte erst die Story durchspielen. Ich werde natürlich die Story nochmal durchspielen. Haben wir ja gerade angefangen im Stream. Und dann werden wir das auch natürlich machen. Jetzt stellt sich die Frage, viele sagen, na, muss man nicht holen, weil man ja das schon mal hatte. Einige sagen, muss man holen wegen der Grafik und es ist ja was Neues. Ich bin da zwiegespalten. Auf eine Art sage ich, ja klar, es ist ein PS3-Spiel, was ein Remake gekriegt hat für die PS4, was eigentlich gut aussah. Aber nach dem Anzocken, also im Stream haben wir die gezockt, eine ganze Weile, es sieht einfach affengeil aus. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe es hier an meinem PC-Monitor gespielt mit 4K 60 FPS. Ich habe es auch jetzt in der Zeit, bin ja immer noch krank. Damit hört man ja ein bisschen vielleicht. Ich höre auch noch nicht so gut. Ich höre minimal nur, meine Ohren sind noch zu. Aber ich habe es halt wegen der Grafik an meinem neuen Fernseher, der mal gespielt. Ich habe den QN95B von Samsung. Der unterstützt eigentlich alles, was die PlayStation hergibt. VRR, 1440p, Ella oder wie das Ding heißt dann noch und 120 Hertz, FPS und alle drum und dran. Und ich muss sagen, es sieht einfach sowas von geil aus. Ich wollte dann eigentlich weiterspielen und euch ein bisschen was vom Level zeigen, aber ich habe mich entschieden, weil einige haben, die von der Xbox kommen, haben es vielleicht noch nicht gespielt. Wir werden nochmal den Anfang spielen, weil da ist auch Feuer mit bei. Da sehen wir ein brennendes Haus und Autos und so. Und das Feuer sieht so scheiße geil aus, muss ich so sagen. Also das ist das geilste Feuer, was ich in dem Spiel bis jetzt gesehen habe. Aber auch Barrierefreiheit haben sie hier ordentlich wieder was dazu gepackt. Ich zeige euch das erstmal bei Optionen. Wir haben hier bei Barrierefreiheit. Ja, auch für Farbblinde und ihr könnt auch den Controller anpassen für Linkshänder und sowas alles. Ihr könnt euch auch Texte vorlesen lassen und auch ein Navigationspfeil. Wir können das ja mal kurz anmachen, damit ihr das seht. Ja. Auch vorlesen ist alles mit bei. Auch hier im Kampf ein bisschen was erleichtern ist mit bei. Sprache habe ich natürlich alles auf Deutsch. Anzeige. Entschuldigung, musste kurz husten. Habe ich auf Leistung. Zielfrequenz ist halt 60. Ausgewogene Bildfrequenz 1440p bei 60 Hertz, hochskaliert auf 4K oder 1440 abhängig vom System. So, auch hier DualSense mit dem Bogenwiderstand und so, das funktioniert richtig cool. Man halt einiges anpassen. So, The Last of Us. Wir werden ein neues, ich mache mal auf leicht, ich mal gucken, wie leicht es ist. Und hier lasse ich einfach mal das alles so, wie es ist. Ich nehme jetzt auch in, also deswegen ist auch keine Kamera da, ich nehme in 4K HDR mit 60 FPS auch auf, also das, was das Spiel hergibt, nehme ich auf. Ich werde kein Intro, kein Outro machen,
so wie ich das hier aufnehme, mit einer sehr hohen Bitrate, lade ich das hoch, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid, wie ich es hier vor mir sehe. Natürlich wird es nur unterstützt, wenn ihr den dementsprechenden Monitor oder Fernseher habt. Also HDR und 4K steht euch nur zur Verfügung bei YouTube, wenn ihr auch einen 4K-Monitor, Fernseher habt, der 4K kann, beziehungsweise auch HDR kann. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Ich war damals so geflasht vom ersten Teil, wo ich es auf der PS3 damals das erste Mal gespielt habe. Auf der PS4 habe ich leider den Remake nie gespielt. Eigentlich angezockt mal, ich weiß es gar nicht. Hier ist auch einiges verändert worden. Also nicht vom Spiel her an sich, also das Spiel ist immer noch das gleiche. Die gleiche Story, alles drum und dran. Aber bestimmte Sachen, bestimmte Häuser haben eine andere Farbe oder die Gegenstände, die vor den Häusern stehen oder so, wurden verändert. Die Pflanzen sehen geiler aus. Hier war. Ja, genau, der Spiegel war hier. Wenn ich mich recht nämlich erinnere, das habe ich im Stream nämlich auch gesagt. Ich bin der Meinung, ich weiß es nicht hundertprozentig, bin der Meinung, dass da so ein halbrunder Spiegel war. Also so ein ovaler Spiegel. An der Wand von ihrem Bett. Der lange Spiegel hier, der ist jetzt erst neu. Bin ich der Meinung. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ach, verdammt. Hab ich total vergessen. Ich will halt nicht zu viel spoilern, deswegen nehme ich hier den Anfang für euch nochmal auf. Ich werde später, wenn wir das Spiel durch haben, werde ich dann auch noch von zwischendurch vielleicht mal ein paar Videos machen. Von ein paar Orten oder so. Dass bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. So kommt hier gleich eine Explosion. Da. Was war das? Dad? Dad! Was ist bloß los? Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Ich bin auf dem Weg.
ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Die Coopers. Das stimmt nicht mit ihnen. Was hier passiert denn? Warte, ich will mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier stehe. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Okay. Automatisch. Jetzt automatisch zurück. Okay. Nee, ich warne dich. Nein. Geh. Du hast ihn erschossen. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was. Ich habe auch die Filmkörnung rausgemacht. Übrigens, ich kann euch das mal zeigen. Die war standardmäßig auf 10, glaube ich. Wir müssen hier raus. Das sieht dann so aus. Ja. Tommy, los. Aber ich finde es halt. Optionen, Anzeige. Auf Standard. Ja. Ja, ihr seht da, ist auf 10 die Filmkörnung. Und die habe ich bei mir rausgemacht. Komplett. Sieht halt geiler aus. Kameraerschütterung habe ich auch auf 10 gelassen. Viele wird das wahrscheinlich irritieren. Das sieht dann halt realistischer aus, finde ich. Aber manchmal wackelt sie wirklich ein bisschen viel. Also ihr könnt ruhig runterschrauben. Wir machen mal auf 8. Und Bewegungsunschärfe machen wir auch mal auf 8. Da seht ihr hier, wie sie wackelt. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Aber hier ohne Filmkörnung sieht halt viel geiler aus. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Ich bin da kein Freund von. Könnt ihr bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Wie geht's dir? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Und wir fahren jetzt in die Stadt und da haben sie auch einen Bug beseitigt. Also ich hatte bei der PS3-Version, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die bei der PS3-Version den Bug auch hattet oder beziehungsweise bei der PS4-Version beim Remastered. Das würde mich mal interessieren. Oder ob das nur bei mir war. Also wie gesagt, PS3-Version habe ich damals gespielt. Ja, Mausi. Oh, da. Guckt euch das an, das sieht so geil aus. Das geilste Feuer, was ich bis jetzt in einem Spiel gesehen habe, muss ich echt sagen. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Haben wir nicht in der Stadt gearbeitet? Ja, Mausi. Hm? Mausi ist so gerade kuschelig. Alles gut. Glaub mir. Okay. Ich werde versuchen, das Video nicht allzu lang zu machen. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Aber schon so, dass ihr was seht. Von der Grafik. Weil sonst dauert es ewig, bis ich das hochgeladen habe. Und bis YouTube das verarbeitet hat. Ich nehme mit einer sehr, sehr hohen Bitrate auf. Also Videobitrate. Und da braucht YouTube dann schon mal bei so einem, wenn es so um die 45 Minuten ist oder so, 30 bis 45 Minuten Video, braucht YouTube mal, bis er den 4K HDR auch für euch zur Verfügung steht, habe ich so im Schnitt zwischen 4 Tage bis eine Woche. Oh mein Gott. Tommy! Tommy! Scheiße! Was ist das denn? Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein.
Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Die Grafik ist wirklich bombastisch. Zurück, Kleines. Zurück. Und ich finde auch gut, dass sie das halt... Entschuldigung. Dass sie das jetzt nochmal für die PS5 vernünftig angepasst haben, weil das ist... Also das hat das Spiel verdient. Und viele, die das noch nicht gespielt haben, können sich dann gleich für die PS5 holen. In der Bombenqualität. Wie gesagt, die Veränderungen betreffen nicht das Spiel, also die Story. Die Story ist immer noch die gleiche wie vorher. Nur einzelne Objekte, die vor Häusern stehen, Häuser an sich, Charaktere, wie sie aussehen. Oder beziehungsweise was sie anhaben. Alter, guckt euch das an. Nee, hier wart ihr nicht. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Guckt euch. Alter, Scheiter. Das sieht so heftig aus. Und hier vorne ist die Gasse. Und hier hatte ich bei der PS3-Version... Guck auch die Lichteffekte. Hier hatte ich das Problem, dass ich nicht rein konnte. Ich wusste, dass ich hier rein soll, weil es nirgendwo weiter ging. Und hat aber mal so blockiert. Dann musste ich dann halt hier vor zurücklaufen. Bis es dann halt mal geklappt hat. Weil er hatte schon eine Tor auf, aber ich bin halt nicht durchgekommen. Aber ich habe auch die allererste Version von der PS3 gespielt, also ohne Update. Ich hoffe, dass von euch auch einer die erste Version ohne Update gespielt hat oder das Update, der später kam. Ich würde gerne mal wissen, ob nur mir das so ging bei der Stelle oder ob das halt anderen auch so ging. Wir treffen uns dort. Mach schnell! Also da muss ich auch sagen, also auch von der Story her, so auch der Anfang, der war so heftig. Damals, wo ich das erste Mal das gespielt habe, es ist auch jetzt noch, wo ich im Stream gespielt habe, es ist so heftig. Gleich wisst ihr, was ich meine. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp! Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah? Lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Oh Gott, ey, der geht mir gleich schon wieder an die Nieren, ey. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß.
Sarah. Und dann mit der Träne. Kleines. Oh Gott. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht. Der ist so episch. Der ist so episch, der Anfang. Und der geht mir. Ich hab den jetzt. Damals, ich hab einen Stream mit euch. Jetzt wieder. Und er geht mir immer noch tierisch an den Nieren. Es ist einfach heftig. Aber ich würde halt erst dann gerne weiterspielen, wenn ich wieder richtig was höre. Ja, also mir bringt es ja nichts, wenn ich mit euch das im Stream spiele, ich kapiere und ich höre nichts. Ich möchte das ja auch genießen. Guckt euch die Lichteffekte an. Das ist alles auch jetzt viel heller, bin ich der Meinung. Der Anfang jetzt hier. Sein Hemd ist auch heller. Und auch die Straßen. Das Licht hier, also sah in der PS3-Version alles sehr düster aus. Hier hatten wir zwar auch helle Licht, aber das sah halt. Und hier sieht es jetzt wirklich geil aus. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Obwohl es damals für uns auf der PS3 auch geil aussah, weil es gab ja nichts anderes. Und das hat ja schon, also da hat es irgendwie aufgetrumpft. Aber jetzt mit der PS5 und Alter, leck mich am Arsch. Achtung, alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Mach mal eine Kamerafahrt hier einfach mal um ihn rum. Joel ist auch ein bisschen grauer als bei der PS3-Version, bin ich der Meinung. Man sieht die Armhaare besser und die Adern. Ich bin mal auf die Serie gespannt, die bei Netflix kommen wird. Gucken wir uns mal an. Nein, ich bin nicht infiziert. Es ist falsch. Bitte. Ich glaube, die haben auch beim ersten haben sie erschossen. Ich bin mir aber nicht sicher. Guckt euch das an. Und umso mehr die sich wegschleichen. Und hier mit dem Nebel und alles. Alter. Ich
ist schon heftig. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Na klar. Bleib mal cool. Weiterfahren. Aber wir sind schon wieder bei 25 Minuten, ey. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Raus hier, los! Guckt euch das an. Verdammte Fireflies. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Auch hier. Also R2 geht bei mir richtig schwer reinzudrücken. Sie werden alle Checkpoints. Also man merkt, also das haptische Feedback, das wird auch unterstützt. Müssen. Ah, hier, so sieht es aus mit dem Pfeil, aha. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Entschuldigung. Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Ich bin nicht rechtzeitig an den Knopf gekommen. Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Und sobald wir hier, sobald ich in der Story weiter bin und so, dann werde ich auch gucken, dass ich denn irgendwie mittendrin im Game, Ende Game oder so, nochmal was aufnehme für euch. Keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ein bisschen Landschaft und so. Dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Und dann halt noch meinen Abschluss. Gefällt mir nicht. Also einen Abschlussbericht würde ich dann auch gerne machen wollen. Weil bis jetzt ist meine Meinung, also wirklich nur vom Anzocken jetzt, wir sind ja im Stream, haben wir ja ziemlich weit gespielt. Hey Leute. Und dann war ich ja krank. Es braut sich was zusammen. Aber ich will halt auch nicht ewig mit dem Video für euch warten. Ja, alles ruhig. Kein Militär oder Infizierte. Am Anfang war ich der Meinung, ja, gut. Schön gut, dass es das gibt. Joel, hilf mir mal damit. Für Neulinge ist es okay. Aber mittlerweile, jetzt, wie gesagt, wo ich es ja selber zu ihm gezockt habe. Und wir haben ja eine ganze Weile gezockt. Ein paar Stunden. Es. So, unser Zeug. Es ist absolut genial. Die Grafik jetzt und es ist immer noch so packend wie damals. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Immer noch so packend und so spannend wie damals und es lohnt sich definitiv. Auch für Leute, die jetzt, also ist jetzt meine momentane Meinung. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Nach ein paar Stunden spielen. Es lohnt sich auch für Leute, die den ersten Teil schon hatten. Oder schon durch haben. Ja, man. Es ist kein verschwendetes Geld. Na los. Müssten wir gleich, glaube ich, auch Natur sehen, dass ich euch auch ein bisschen Natur zeigen kann. Geh weiter. Und dann würde ich dann nur langsam abbrechen, weil sonst wird das einfach zu lang und braucht wieder Ewigkeiten, bis das. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ah, hier. Ist das eine Fangfrage? Zur Verfügung steht für euch. Das ist auch wichtig, wenn ihr so eine Sequenzen habt. Also war damals für Trophäen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Ja. Bei der PS3 waren es ja nur Striche.
Also wenn du so geguckt hast, sah das aus wie ein Baum, und so, wenn du von oben runter geguckt hast, waren einfach nur gerade Striche, aber... Das sieht schon geil aus. Entschuldigung. Auch hier mit dem Licht. Ja, da. Und ich kann euch sagen, ich hab's, wie gesagt, mit euch im Stream gespielt. Ich habe jetzt in meiner, wo ich krank war, auch am neuen Fernseher gespielt. Ich habe den, wie gesagt, den Samsung QN95B. Der unterstützt alles, was die Sony PS5 hergibt. VRR, HDR, 4K, 1440p, Euler, oder wie hießen die? Euler, hieß Alexa? Nee, wie hießen die Scheiße, was da noch war? Bei Bildeinstellungen habt ihr unten auch noch Alm oder so heißt es, glaube ich. Alm. Und auch. Wird alles unterstützt. Also da gibt es nichts, was nicht unterstützt wird. Doch, Dolby Atmos wird nicht unterstützt. Von meinem Fernseher. Oder? Nee. Bei der Xbox steht dann nämlich das Einzige da, halt, alles wird unterstützt, nur Dolby Atmos nicht. Aber das kann sein wegen den Splittern, die ich dazwischen habe. Es sieht auf dem Fernseher, hab ich ja dann auch nochmal gespielt, es sieht so unfassbar geil aus. Die Schatten, die Lichteffekte. Ton kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ton habe ich ja nur im Spiel gehabt, im Stream, wo ich mit euch gestreamt habe. Danach habe ich halt noch ein bisschen gespielt, aber ich habe halt keinen Ton. Ich habe schon Ton, aber ich höre den Ton nicht. Leider. Aber alleine die Grafik, es sah so, sieht so brachial geil aus. Da kommst du in Schwärm. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Und natürlich, wenn ich das Video hochlade für euch, ich lade eine 4K HDR hoch. YouTube braucht ein paar Tage, bis das bearbeitet ist. Also so im Schnitt 4, 5 Tage, manchmal auch eine Woche, bis 4K HDR für euch zur Verfügung steht. Vorher schalte ich das auch nicht frei. Ihr seht es natürlich auch nur im 4K HDR, wenn ihr einen Fernseher habt, der 4K HDR oder einen Monitor, der 4K HDR unterstützt. Und ihr HDR auch angeschaltet habt an eurem Monitor. Sonst wird euch halt nur 1080p oder 4K angezeigt bei YouTube. Aber ihr ladet mit 4K HDR und 60 FPS hoch. Also so nehme ich es auch auf, mit einer sehr, sehr hohen Bitrate. Damit ihr da so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid, wie ich es hier vor mir sehe. Aber ich würde sagen, ich würde jetzt hier auch Schlussstrich ziehen, weil wir sind jetzt schon bei 33 Minuten. Muss hier ja irgendwo sein. Guckt euch das an. Hier der Farn, wie er sich bewegt. Hier ist er gerade ein bisschen Boden hier verpackt, oder? Oder sah das nur so aus? Auch Dreckpartikel, wenn ihr drinnen im Haus seid und so die Sonne so scheint und dann so diese Staubpartikel und so, die sieht man auch richtig cool. Also es ist richtig geil. Dann würde ich sagen, dann probier's doch mal da drüben. Oh, das ist ein schönes Bild, würde ich sagen. Das ist ein schönes Bild, dann würde ich hier auch mit der Szene aufhören, damit ich das so schnell wie möglich für euch zur Verfügung stellen kann. Wenn ihr Fragen habt, natürlich in die Kommentare. Wir werden die Story auf jeden Fall im Stream noch weiterspielen, bis wir durch sind. Und dann auch noch Left Behind, also das DLC werden wir natürlich auch noch spielen. Also bis jetzt ist es, so wie es ist, meine Meinung, es lohnt sich. Es lohnt sich auch ein Neukauf. Aber, wie gesagt, mal gucken, wie es sich jetzt im Laufe des Spiels macht. Ob ich denn am Ende immer noch sage, ja oder nee. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten natürlich. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich hoffe, ich konnte euch
mit dem Video ein bisschen helfen und dass ihr mal so die Grafik so seht. Ich werde mal hier noch so einen langsamen Schwenker machen. Damit ihr so die Grafik nochmal seht. Selbst die Haare, guckt die Adern da auf dem Arm an, die Haare. Joel ist so ein bisschen grauer geworden. Es sieht halt wirklich bombastisch geil aus. Wirklich. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich danke euch fürs Zusehen. Däumchen werden, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.